Hey, herzlich willkommen zu Die Sims 4 Missing Challenge, Folge 33. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge hatten wir das Nachbarschaftsfest und das war so toll. Aber Dex und Aline sind einmal kurz nach oben verschwunden und hatten ein Techtelmechtel. Und jetzt können wir einfach einen Schwangerschaftstest machen. Also befürchte ich, dass Aline schwanger ist. Ja, ich würde sagen, wir gucken gleich nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist Freitag 8:30 und ich habe Aline einen anderen Bikini gegeben, denn der vorige irgendwie hat er rumgebackt. Aline war dann auf einmal ganz schwarz, also keine Ahnung. Deswegen hat sie jetzt einen neuen Bikini. Und ich habe auch den Pool hier entfernt, denn es ist super nervig, dass sie immer alle hier unten sind und baden gehen wollen. Das ist echt, ja, sehr nervig. Ja, und anscheinend ist auch der Bereich gesperrt. Naja, wir gucken auf jeden Fall mal jetzt gleich nach, ob sie schwanger ist. Und bevor ich es vergesse, kannst du mal bitte wieder in deine Wohnung reisen? Bitte? Hallo? Ja, und bevor ich es vergesse, ich habe auch wieder ganz viele Sims von euch platziert, denn ihr wart wieder fleißig. Danke auf jeden Fall dafür. Ich habe jetzt eine Familie in unserem Haus noch platziert. Unser Haus ist jetzt aber voll. Und die andere Familie habe ich hier am Nachbars. Und sie sind auch schon hier im Nachbarsgrundstück platziert. Hier haben wir noch zwei Wohnungen frei, meine ich. Ja, also falls du Lust habt, könnt ihr gerne noch Sims platzieren. Hier sind nämlich schon eine davon, die Sophia Brown und ihr Mann, glaube ich, ist es, oder? Ja, der Marco Brown, Brown und ihr Kind. Guck mal, süß, die Mary, sweet. Und hier ist eben auch noch die andere Nachbarin, Juni Blank. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Juni Blank. Richtig sweet. Die Juni wohnt mit ihrer Familie hier ganz oben. Ich muss euch die Wohnung unbedingt mal zeigen, denn die habe ich gemacht und die finde ich so toll. Juni hat auf jeden Fall ein Kind und ein Kleinkind. Ja, genau. Sehr süß. Und auf jeden Fall wohnen Sophia, also die Browns wohnen auf jeden Fall hier bei uns noch im Haus. Genau, dass ihr da Bescheid wisst. Danke auf jeden Fall dafür. Ich finde es richtig toll. Vielleicht schaffen wir es mal, dass wir in das Café gehen, weil ich glaube, da waren wir auch noch gar nie. Und vielleicht können wir dann mal alle kennenlernen. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Ja, wir düsen auf jeden Fall jetzt ganz schnell in unsere Wohnung. Warum wir im Ladebildschirm sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir machen jetzt einen Schwangerschaftstest, weil vielleicht ist Aline einfach aufgewacht und ihr war richtig übel. Und ich meine, sie kennt das ja auch von Korben, wie das damals war. Also ich glaube, eine Frau fühlt sowas auch schon irgendwie. Oder man merkt das halt irgendwie, auch wenn es noch viel zu bald ist. Also ich meine, es ist jetzt, glaube ich, erst ein Tag. Aber ich glaube schon, dass eine Frau sowas fühlen kann. Ja, Korben ist auch hier und am Leben. Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich mal einen Schwangerschaftstest machen. Und ich bin super aufgeregt, ob sie denn jetzt schwanger ist. Und oh mein Gott, das wäre einfach so crazy von Dex, obwohl er halt dann noch nicht mal hier lebt. Aber vielleicht wäre das dann für den so, dass sie halt dann zusammenziehen. Würde ich auf jeden Fall schön finden. Ja, sie macht auf jeden Fall jetzt einen Schwangerschaftstest und wartet. Oh mein Gott. Und? Nicht schwanger, oder? Schwanger? Nicht schwanger? Nicht schwanger? Oh mein Gott, sie ist einfach wirklich schwanger. Und sie hat tatsächlich einfach gleich einen Riesenbauch bekommen. Oh mein Gott, Leute. Für zwei Essen? Ich glaub's doch nicht. Ich spinn doch. Wir werden auf jeden Fall jetzt sofort Dex einladen, dass er hierher kommt. Und ja, ich glaube, die entscheiden sich dann tatsächlich dazu, dass sie sofort zusammenziehen. Ich weiß auch nicht, ob wir in dieser Wohnung bleiben oder ob die zwei sich vielleicht doch mal so um ein Häuschen umschauen. Gerade jetzt, wo vielleicht ein zweites Kind auf dem Weg ist. Weil ich meine, wir haben ja hier noch ein Kinderzimmer. Also das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob wir Dex hier einziehen lassen sollten oder ob wir uns wirklich um ein Haus umschauen. Wir könnten ja eigentlich auch rein theoretisch, passt mal auf, wie viele Grundstücke hätten wir denn hier in, warte mal, wir gehen mal schnell in den Weltenverwalten-Modus und gucken mal in Delsol Valley, wie viele Grundstücke wir denn hier noch zur Verfügung haben, denn ich möchte diesen Teil hier oben irgendwie schon so lassen als Wohnungen und so ein Viertel und sowas, aber ich möchte auch nicht zu weit wegziehen, deswegen wäre es eigentlich cool, wenn wir irgendwie halt, ja, so ein bisschen wegziehen, aber ja, okay, es gibt nicht so viele Grundstücke, weil hier oben möchte ich nicht wohnen, das ist ganz klar. Wir könnten vielleicht gucken, ob wir hier irgendwie ein Grundstück ersetzen, dass man sagt, ja, man kann hier ganz schnell hier nach oben fahren und ich möchte eben schon, dass Aline trotzdem noch hier oben sehr viel Zeit verbringt und ja. Oder wir ersetzen, nee, das geht auch nicht. Ich dachte mir gerade, wir ersetzen einfach dieses Grundstück, aber das ist irgendwie auch blöd. Oder wir bauen die Wohnung aus, aber das ist irgendwie auch doof. Ich reise jetzt mal hier in den Park. Wir gucken uns hier mal schnell um, wie denn hier die Gegend so aussieht. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, wie wir denn da weiter vorgehen sollten, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich würde schon schön finden, wenn, ja, wir eine größere, also wir müssen eine größere Wohnung beziehen. Ich meine, die können auch zu zweit in einem Zimmer schlafen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber okay, dieses Grundstück finde ich blöd, weil das hier eben so ist.
Das wäre auch noch ein Grund. Nee, aber hier mag ich es auch nicht. Das ist so direkt in der Stadt. Das sieht doch auch blöd aus, wenn wir hier einfach ein Haus hinstellen. Nee, das ist auch doof. Ja, jetzt weiß ich es auch nicht. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Es wäre echt cool. Aber warum sind dann auch so wenige Grundstücke? Hier wäre doch noch richtig viel Platz, oder? Oh, EA einfach wieder spart. Oder, oh, das ist aber auch so blöd, wenn wir sagen, dass irgendwie der Eigentümer von diesen Wohnkomplex sagt, er reißt die Hütte ab und baut eine neue und wir dann eine größere Wohnung beziehen können. Ich weiß auch nicht. Also, es wäre echt cool. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Für jetzt passt es ja auch noch, denn wie gesagt, das Baby ist noch nicht auf der Welt und Corbin und das Baby können sich ja auch ein Zimmer teilen. Also, es wäre kein Problem. Ganz genau. Und ich sehe gerade, Corbin hat einen Stinkepopo und Aline hat Angst vor I don't know was. Aber ihr schlauen Leute habt mir in die Kommentare geschrieben, dass es eben hier ein Angst-Adieu Getränk gibt. Davon kaufen wir jetzt gleich zwei. Denn somit können wir Aileens Ängste weg. Cheaten ist es nicht. Es ist nicht cheaten. Aber wir werden ihr die Ängste weg machen. Genau, auch viermal. Das habe ich bei der Unterschiede im Stammbaum-Challenge auch schon gemacht. Das ist einfach nur toll. Deswegen werden wir das noch zweimal kaufen und dann wird Aileen ihre Ängste loswerden. Nein, du brauchst nicht weglaufen. Sie läuft weg, weil sie ist schwanger. Oh mein Gott, Panik. Panik bricht aus. Ich ziehe dir mal kurz, warte mal, zieh dir mal den Bikini aus. Dex kommt ja auch gleich. Zieh dir mal das an. Oh mein Gott, sie ist fertig. Trink das mal und wir werden jetzt mal Angst vor den Getränken. Ich meine, die Angst, okay, das verstehe ich schon, dass sie das hat, ne? Weil, wie gesagt, ihre Eltern wurden ja entführt und dass sie deswegen Angst hat vor Menschenmassen und sowas, das verstehe ich schon, ne? Ich meine, die sind entführt worden und ja, ich denke mal, sie hat vielleicht auch ein bisschen Angst oder Respekt davor, aber mittlerweile ist sie halt schon Polizistin, deswegen, ja, glaube ich, hat sie die Angst vielleicht auch damit so ein bisschen überwunden. Jetzt hat sie zwei von diesen Dingen in der Hand. Trink es! Hör auf zu quatschen und trink es jetzt mal kurz. Dann können wir mit Dex reden. Ja, ich weiß, er hat ein bisschen Stinkepopo. Trinkst du das bitte? Habe ich jetzt eins zu viel gekauft oder? Ja, okay, jetzt haben wir noch eins im Inventar. Okay, dann räumen wir mal schnell auf und dann sagen wir Dex die große Neuigkeit. Über Familienzuwachs reden. Sollten wir das mal machen? Ich glaube, er sagt bestimmt so, ich mag noch keine Kinder oder so irgendwie. Oder? Ach, Aileen räumt doch schon wieder das ganze Haus auf. Ihr geht es auf jeden Fall richtig gut damit und sie ist super glücklich, dass sie jetzt auch schwanger ist. Aber er mag nicht. Guck mal. Oh mein Gott. Er mag keine Kinder. So wundervoll, wie sich das anhört. Ich fühle mich momentan nicht bereit dazu. Oh, Leute, wie werden wir denn das, wie werden wir denn das in die Geschichte einbinden? Das ist jetzt eine schwierige Situation. Können wir ihm sagen, dass wir aber schwanger sind? Wo finde ich denn das jetzt wieder? Ask to say hi to baby. Ungefragte Ratschläge geben. Nee, ich möchte vom Spiel aus sagen, ja, große Neuigkeit erzählen. Wir gucken mal, ob er sich freut. Echt coole Hobbys. Aileen hat es gefallen, mehr über die Hobbys von Dexter zu erfahren. Man kann immer viel von einem Sim lernen, der etwas mit Leidenschaft macht. Könnte es sein, dass Aileen gerne über Hobbys redet? Ja, ihr seid ja süß. Aber solltet ihr über die wichtigen Dinge im Leben reden, dass du schwanger bist? Und freut er sich oder... Hast du es ihm schon erzählt oder magst du es ihm jetzt nicht erzählen? Aber er sieht es doch. Hast du das? Oh mein Gott, haben wir keine Reaktion dazu, bitte? Ich glaube, sie hat es ihm schon gesagt. Bitten darum, die Geburt zu begleiten. Ja, mach mal. Ach, Dex, du magst doch Kinder. Wir werden das schaffen. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe. Und wenn meine Anwesenheit es dir leichter macht, dann zähle auf mich. Okay. Ich weiß, es ist nicht leicht wegen unserer Arbeit, aber wir schaffen das doch, oder? Oh mein Gott, und ich glaube, sie ist sich jetzt total unsicher, weil er vielleicht so ein bisschen blöd reagiert hat. Aber vielleicht ist er auch einfach nur überfordert. Er fühlt jetzt mal das Baby und grüßt es. Und oh, ich glaube, es wird vielleicht doch alles gut. Ach Gott, süß. Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Ach, ihr Cuties. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, du meine Güte, das ist ja richtig süß. Also ich glaube, das kommt mit der Mod, das ist nicht vom Spiel, aber okay, Corbin ist jetzt einfach ins Bett gegangen. Ich wollte ihm gerade noch die Windeln wechseln. Aber dann verbringt doch ihr zwei einfach heute eine schöne Zeit zusammen. Vielleicht könnt ihr euch einen Film angucken oder so irgendwie. Okay, er geht jetzt. Er geht. Okay, er muss jetzt los. Okay, ciao. Dann geh halt. Ja, jetzt ist Aileen alleine und ihr geht es jetzt gerade auch gar nicht so gut und
Warum ist sie jetzt beschämt? Abschätzige Blicke. Es ist, als ob jeder mit nur einem Blick über das Leben von Aline urteilen könnte. Die Worte werden vielleicht nicht laut ausgesprochen, aber Aline weiß, dass jedes ihrer Worte beurteilt wird und nicht auf nette Weise. Ach, die arme Maus. Ich glaube, oh Gott, ja, das ist gerade alles ein bisschen schwierig. Aber ich wollte jetzt noch nachgucken. Ja, guck mal, das ist wenigstens jetzt weg. Aber sie hat geringes Selbstbewusstsein und deswegen, glaube ich, fällt es ihr schon schwer, dass Dex jetzt vielleicht so ein bisschen blöd reagiert hat und deswegen heult sie sich jetzt auch so ein bisschen aus und versteckt sich hier vor allen und ja, hofft, dass er sich vielleicht doch noch freuen kann. Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob ihr irgendeine Idee habt, wie wir das machen mit dem Umziehen, Zusammenziehen, keine Ahnung. Ja, müssen wir eigentlich auch zur Arbeit wieder, oder? Das ist eigentlich auch blöd. Jetzt haben wir ja gerade erst angefangen und dann müssen wir schon wieder in Ding gehen, in Elternzeit, ne? Aber wir können auf jeden Fall morgen noch zur Arbeit gehen und unser Bestes geben auf jeden Fall. Sie ist ja erst im ersten Trimester, deswegen ist alles gut. Guck mal, wie brav sie sich hier immer um den ganzen, das ganze Anwesen hier kümmert. Sie räumt ja alles so brav auf. Das kannst du dann auch noch aufräumen. Wo wolltest du denn jetzt kochen? Ist hier wohl noch ein Griller? Ja, sie hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen Hunger. Vielleicht weckt sie jetzt kurz mal Korben auf. Nein, du nimmst dir nichts. Weck ihn auf. Kann ich ihn aufwecken, bitte? Und dann werden wir ihn noch kurz fresh machen und dann gehen wir mal rüber ins Café. Es ist Freitagnachmittag und ich glaube, sie möchte sich jetzt nicht hier in ihrer Wohnung verlieren und vielleicht dann wieder auf dumme Gedanken kommen. Deswegen, geht sie ins Café und denkt sich, ich nehme jetzt Korben und gehe ein bisschen mit ihm ins Café. Vielleicht gibt es da auch einen kleinen Spielplatz oder so. Oder wir gehen dann noch nach unten und spielen ein bisschen. Und ja, bevor sie sich, wie gesagt, jetzt hier... Warum kann ich hier die Windeln nicht wechseln? Hast du keinen Bock oder geht's nicht? Ja, er hatte keinen Bock. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir im Café Sims von euch treffen. Bin jetzt irgendwie selbst auch ein bisschen traurig, weil Dex das gesagt hat. Also das macht mich echt ein bisschen fertig. Ich hatte echt gedacht, das ist jetzt Happy Life, ne? Aber vielleicht ist es ja doch nicht so. Ne? In Alines Leben kann ja einfach auch von 0 auf 100 alles passieren, so gefühlt, ne? Okay, ist er fresh? Irgendwie stinkt er noch immer. Warum? Ja, dann brauchst du vielleicht ein Bad. Dann werden wir dich im Schaumbad baden. Hast du Bock oder hast du keinen Bock? Hey, Sierra ruft an. Ich habe soeben ein Baby adoptiert. Oh mein Gott, wie süß. Wie sieht dein Zeitplan aus? Aline, ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst und Hallo sagen würdest. Ach, ist das süß. Ja, aber jetzt nicht, weil wir gehen ja jetzt ins Café, aber wir werden definitiv vorbeischauen. Oder vielleicht ist sie auch da oder wir laden sie dann ein. Also sie wohnt ja oben, wir können ja jederzeit dahin gehen. Und Leon möchte zum Geburtsfest der Welt gehen. Nee, wir haben keine Zeit. Oh mein Gott, jetzt klopft einfach Ty bei uns an. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Hä? Wo wohnst du denn? Wohnt ihr jetzt auch hier in Del Sol Valley oder warum kommt er einfach vorbei? Aber wir lassen ihn jetzt nicht rein. Aline hat es einfach nicht gehört. So, Kinder, beeilt euch mal ein bisschen, weil sonst braucht man nicht mehr ins Café gehen. So, okay, wir düsen jetzt los mit Korben ins Café. Nämlich hierhin. Container-Café. Mhm. Klingt logisch, ist auch so. Ja, ich glaube, die gehen jetzt mal alleine. Ich habe gerade überlegt, ob wir Dex nochmal fragen sollen. Aber ich glaube, Aline braucht jetzt auch ein bisschen Zeit für sich. Und ja, wie gesagt, muss ein bisschen raus. Einfach sich ablenken. Früher wäre sie saufen gegangen und wäre dann irgendwo eingebrochen. Heute geht sie mit ihrem Kind als Schwangere in ein Café. Ne? So ändern sich die Zeiten. Süß. Oh mein Gott, ihr geht es auf jeden Fall nicht mehr so gut, weil sie hat extrem Hunger. Das ist auf jeden Fall das Café, was ich platziert habe. Finde ich richtig schön. Passt auch super hierhin. Die haben jetzt nicht wirklich Spielmöglichkeiten für Kinder, aber... Ah doch, hier. Ah, das habe ich selbst hierhin getan. Ja, guck mal, hier haben die auf jeden Fall ein bisschen was für die Kids. Kannst du denn hier auch schon mit den Puppen spielen? Ja, sehr gut. Und Aline, du kannst dir vielleicht hier ein... zum hier essen. Ein Schokobrötchen einfach, ja. Tu es. Hi, Boy. Der Ralf. Roswell. Toll. Ja, sehr süß auf jeden Fall. Und hier oben meine ich, ja guck mal, das ist extra so ein bisschen für Kinder, ne? Hier können die pennen und hier haben wir noch einen Wechselautomaten. Ja, süßes Café passt sehr gut, finde ich, hier in die Gegend. Hi, Girl. Nanami sieht irgendwie auch aus wie so eine, von den Bling Rings, ne? Mit ihren Silberring und den Handschuhen. Jetzt sitzt sie hier, guck mal, und isst ihr Schokobrötchen. Ist es nicht süß? Und er hat Probleme mit der Kaffeemaschine. Kannst du dir vielleicht dann auch noch ein Getränk bestellen zum hier trinken? Trink noch ein Kaffeelatte. Aber von Oensim lässt sich jetzt hier keiner wirklich blicken, ne? Ja, Korm find's auch richtig toll hier. Vielleicht kannst du dich hier reinsitzen und deinen Kaffee trinken und Korm ein bisschen zugucken. Wo hast du denn Kaffee?
Hallo, du hast ihn doch bezahlt. Wo hat sie denn jetzt hingetan? Oder wird er erst zubereitet? Jetzt nimmt sie sich einfach das? Na gut, mach dein Ding. Ach, guck mal, Olive, wir werden auf jeden Fall ein bisschen mit dir quatschen. Stell dich mal freundlich vor, es tut dir auf jeden Fall sehr, sehr gut, hier mal ein bisschen draußen zu sein. Und ja, neue Leute kennenzulernen. Es sind auch viele Kinder, das finde ich schön. Guck mal, wie cool die Gegend hier einfach ist. Das ist ja unser Apartment. Und dann hier das, finde ich einfach so cool. Das ist ein bisschen abgeranzter zwar, also es wird vielleicht nicht so gewartet, aber es ist innen wirklich schön. Und ja, da macht sich quasi jeder seine Wohnung selbst schön. Aber ich finde das so cool, das Viertel hier. Obwohl, wenn wir hier so lang gucken, dann wären hier halt auch so Häuser. Aber ich kann halt dieses Haus jetzt nicht abreißen. Das wäre doch auch blöd. Zum einen wohnen hier ganz viele Sims von euch auch und das finde ich, das passt nicht. Das macht mich gerade echt ein bisschen fertig, dass ich einfach nicht weiß, was wir jetzt tun sollen, wenn wir das Kind bekommen. Naja, wir bekommen das schon alles irgendwie hin. Okay, es ist auf jeden Fall schon super spät. Vielleicht sollen wir dann auch wieder mal nach Hause. Wie geht's denn Corbin? Er hat Hunger. Ja, ich glaube, wir düsen jetzt auch nach Hause. Er ist jetzt auch super traurig, warum auch immer, weil er hungrig ist. Okay, dann geht's aber jetzt ab nach Hause für euch beiden, denn morgen ist wieder Arbeit und für Corbin quasi dann wieder die Tagespflege oder die Krabbelstube oder so irgendwie. Ja, genau, deswegen geht es jetzt ins Bettchen. Corbin braucht noch was zu essen. Ja, es ist immer noch so ungewohnt, dass Alina einfach jetzt meine Mom ist. Aber ich finde das so schön, dass sie sich ja, dafür jetzt entschieden hat, ne? Und auch jetzt, wo das zweite Baby auf dem Weg ist, sich da jetzt nicht so runterkriegen lässt, weil Dex halt eigentlich ihr so eine richtige, so einen richtigen Strich durch die Rechnung macht, ne? Und ja, ich glaube, Aline verkraftet sowas auch nicht so gut, dass jede andere denkt sich so, ja, egal, okay, ich schaffe das schon, ich schaffe das auch alleine. Aber ich glaube, Aline haut doch gleich ihre Nerven weg und denkt sich so, oh mein Gott, mein ganzes Leben ist schon wieder einfach nur eine Katastrophe. Am liebsten würde sie wieder zu der alten Aline werden, ne? So habe ich das gemeint, ne? Okay, für dich gibt es jetzt noch ein Schinken-Käse-Sandwich. Haben wir Winter, Leute? Herbst. Es ist bald Winter. Kannst du dann Korben holen auch noch vielleicht? Weil sonst braucht er ja 4 Stunden. Komm, du kleiner Kracker. So, jetzt gibt's Happa Happa. Und Aline, du kannst dich jetzt auch ein bisschen hier hinsetzen und ein bisschen mit ihm quatschen. Vielleicht ziehst du auch gleich mal dein Nachthemd an. Süß. So, komm, wie geht's? Wie steht's? Können wir währenddessen ein bisschen quatschen mit ihm? Tröste ihn. Nee, du gehst jetzt noch nicht ins Bett. Tröste ihn ein bisschen. Sag, ja, ja, mein Schatz. Alles wird gut, solange du wild bist. Wir werden ihn auf jeden Fall noch in den Schlaf lesen und dann geht sie auch ins Bett. Ich lieb's noch, dass sie so eine Mami ist jetzt. Einfach um die perfekte Zeit nach Hause vom Café und jetzt kommen noch Essen gegeben und ihn trösten und dann lest sie ihn noch in den Schlaf. Nee, du gehst nicht ins Bett. Hey, ich habe gerade so geschwärmt von dir. Du sollst ihn in den Schlaf lesen. Ich möchte auch hier, ich habe nämlich auch in der unterschiedlichen Stammbaum-Challenge nach den Regeln nochmal geguckt und das möchte ich jetzt auch nochmal machen, weil ich einfach unseren Fortschritt so ein bisschen prüfen möchte. Deswegen gucken wir da jetzt nochmal nach, was wir dann haben, was wir noch machen müssen. So, nämlich. Übrigens findet ihr die Regeln unter dem ersten Trail, also unter dem Trailer und unter dem ersten Video. Das ist nämlich meine erste eigene Challenge, die Missing Challenge. Also deswegen gibt es die Regeln nirgendwo im Internet. Deswegen müsste ich eigentlich auch wissen, was wir zu machen haben, aber ich bin einfach ein bisschen dumm. Okay, paranoides Merkmal, das haben wir ja. Fotografiefähigkeit maximieren. Wir gucken mal, wie viel haben wir da. Fotografie 2. Das tut weh. Dann haben wir Bestreben erfüllen. Okay, Polizeikarriere maximieren, da sind wir ja dran. Heiraten vor dem Erwachsenwerden. Oh nein, mindestens 3 Kinder vor dem Erwachsenwerden. Also Dex darf uns keinen Strich durch die Rechnung mehr machen. Denn Aline ist jetzt gerade noch eine junge Erwachsene und bis dass sie erwachsen wird, muss sie noch heiraten und noch ein Kind bekommen. Oh mein Gott, und die Logikfähigkeit wollten wir auch maximieren und die Fitnessfähigkeit. Was haben wir? Fitness? Auch ganz schlecht, oder? 3. Und die Logik? Wo ist die? 2. Au, das tut weh. Ja, hilft nichts. Wie kann ich denn die Logikfähigkeit, wie bringe ich denn die rauf? Müssen wir mal kurz nachgucken. Logik. Okay, Teleskop, Schachbrett oder Mikroskop. Vielleicht können wir mal irgendwo Schach spielen. Ja, vielleicht wird das so ein neues Hobby von ihr. Auf jeden Fall ist Aline schon gut ausgeschlafen jetzt um 2:30. Ich sage auf jeden Fall so, sie hat auf jeden Fall super Hunger. Aber ich wollte gerade sagen, geh mal ein bisschen runter. Ah ja. Ah nee, sie ist schwanger, aber sie kann ja deswegen trotzdem laufen gehen, glaube ich. Kannst du dir vielleicht hier ein... Haben wir noch Reste? Nee. Ja, sie macht sich jetzt irgendwas zu essen. Aber vielleicht können wir danach noch ein bisschen laufen vor der Arbeit. Das wäre doch cool. Oder wenigstens irgendwie Fotos machen oder so. Vielleicht macht sie dann irgendwie noch ein paar so Selfies. Ja, nicht einfach nur jetzt hier. Na gut, aber vielleicht hält sie das einfach auch so ein bisschen fest, wenn sie traurig ist. Und das ist sie jetzt auch, weil Dex ja, ja, ihr wisst schon, ne? Dass sie das ein bisschen festhält und
einfach die Fotos auf dem Handy speichert. Ja, würde ich schon süß finden. Ich weiß halt nur nicht, wie viel bringt uns denn das, wenn wir hier so Selfies machen und sowas. Wie kann ich denn, wartet mal, vom Telefon zur schicken Kamera. Sims mit hoher Fotografiefähigkeit sind erfolgreich und verbessern ihre Fähigkeiten durch das Anfertigen vieler Fotos, die Verbesserung ihrer Ausrüstung. Okay, wie viel kostet so eine Kamera? Vielleicht ist es auch einfach so ein Hobby von ihr, Fotografie. Kamera. Ein bisschen bessere Digicam. Okay, die würde nur 85 Simoleons kosten. Absolut akzeptable Digicam für 670 Simoleons. Komm, was soll der Geiz? Wir kaufen uns die. Leute, gibt es die in einer Farbe? In weiß. Toll. Aline, du hast jetzt eine richtig tolle Kamera bekommen. Nee, die hat sie sich bestellt. Und damit kann sie jetzt einfach auch Fotos machen. Weil sie sind einfach ihre neue Leidenschaft. Ja, genau. Sie fotografiert dann einfach die Nachbarn. Genau. So nämlich. Ja, geht's jetzt echt nicht so gut wegen dem Baby, ne? Also, naja. Mann, die räumt immer alles auf, Leute. Ich hasse doch mein Leben. Lass das doch, die anderen Sachen einfach stehen. Das geht dich doch gar nichts an. Ach, super anstrengend. Geht's ihnen jetzt? Jetzt geht's in den Keller runter. Guckt. Wegen dieser Dose. Kackdose. Und räumt die auch auf. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt hier? Oh mein Gott, einfach mein Licht. Ruf die Feuerwehr an, sofort. Ist einfach mein Licht ist explodiert. Ja, Feuerwehr, bitte, komm. Lösch oder was weiß ich. Okay, sie geht jetzt mal entspannt zu Korben. Hallo, Feuerwehr. Ihr seid aber auch nicht gerade die Schnellsten. Ja, jetzt kommen sie. Okay, sie läuft auf jeden Fall jetzt mit Korben raus. Ach du meine Güte, ist einfach das Licht explodiert. Also ist vielleicht so ein Zeichen, dass wir vielleicht doch wegziehen sollten. Ja, das Feuer wurde gelöscht. Dann nächstes Mal bitte ein bisschen vorsichtig, okay? Hallo, sagt es mein Vermieter. Jetzt haben wir kein Licht mehr, oder? Doch. Oh mein Gott. Okay, wir müssen in einer Stunde in der Arbeit sein und sie ist jetzt total kokett. Hey, das schaut hier durch. Wait, Leute. Jetzt fixt man das mal kurz. Runter. Das geht nicht weiter runter. Ach, kack drauf. Weg damit. Kann ich diesen Reifen löschen? Ja, das ist einfach gesperrt. Das ist einfach gesperrt. Den Getränkeautomaten, den gibt es jetzt auch nicht mehr, weil die Leute, die nehmen sich einfach immer trinken und Aline muss immer alles wegräumen. Das geht so nicht. So, Keller optimiert. Was wollte ich noch wegmachen? Was wollte ich noch wegmachen? Hä, aber Leute, warte mal. Jetzt kommt mir gerade eine Idee. Wir könnten ja auch easy peasy hier eine Wohnung machen, ne? Mit Garten sogar. Statt dem jetzt hier allen. Das wäre auch noch so eine Option. Das wäre auch eigentlich ziemlich groß, ne? Glaube ich. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass wir das hier unten einfach auch als Wohnung machen. Vielleicht hier mit so einer Garage oder so. Ja, das finde ich gut. Hier mit eigenen Garten. Ja, schreibt mir gerne mal, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das wäre ganz cool. Aline muss auf jeden Fall jetzt dann gleich in der Arbeit sein. Da werden wir auf jeden Fall noch mitdüsen. Gucken, was wir da heute wieder erledigen müssen. Ja, keine Ahnung, was sie jetzt wieder macht. Alles aufräumen irgendwie. Ja, wir wollen mitmachen. Einfach weg. Okidoki, hier sind wir wieder. Korben ist bei der Tagespflege. Ja, Tratschblock-Beitrag schreiben. Ja, wenn du das möchtest. Einen Fall zugewiesen werden müssen wir. Nee, nicht auf Patrouille gehen. Wie geht das nochmal? Entschuldigung, ich brauche auch einen PC. Könnt ihr bitte weggehen? Ich brauche auch einen PC. Fallzuweisung erhalten, bitte. Bitte gehen Sie weg. Danke. Ich bin jetzt hier. Vielleicht ist sie auch gerade wieder so ein bisschen zickig, weil sie schwanger ist. Kackwetter heute. Hier voll bewölkt. Jetzt ist es bei uns draußen mal schön und dann ist es hier in Sims nicht so schön. Aline wurde ein neuer Fall zugewiesen. Benutze die Verbrechenskarte, um zum Tatort zu gelangen. Okay, wir düsen los. Nee, das wollte ich nicht. Verbrechenskarte, wo sind die jetzt hingekommen? Hä, ich dachte mir, das war doch immer hier. Mit Kollegen über Theorien zum Fall diskutieren. Ja, das können wir doch glatt mal machen. Mit Carina. Und wer bist du? Hannah, hier arbeiten richtig viele Mädels. Das gefällt mir doch. Fingerabdrücke vom Verbrecher müssen wir noch nehmen. Das machen wir doch auch mit Links. Das haben wir nämlich auch erstmal gemacht. Wer ist dieses Mal dran? Wir nehmen sie. Halia. Ich wusste doch. Ist es nicht die, die mit den Handschuhen beim Café war? Nee, oder? Fingerabdrücke nehmen. Bestimmt eine von den Bling Rings. Ich sag's euch. Ja, sie ist super angespannt. Guck mal, zerfetzte Nerven. Aline ist ein Nervenbündel. Ja, genau, das meinte ich. Die Explosion hat sich bereits bis ins Mark erschüttert. Und wer weiß, was hier noch so alles in die Luft fliegt. Oh mein Gott, Aline. Aber ja, ganz klar, ne? Ich meine, das mit Dex hat sie, glaube ich, schon, macht sie richtig fertig. Und wie gesagt, sie ist so ein Nervenbündel und verkraftet das halt nicht so gut. Entschuldige, du musst sie schon wieder einsperren. So, für dich gibt es jetzt auch Einzelhaft. Die ist jetzt wieder im Knast, die Alte. Strafanzeige eines Bürgers aufnehmen. Machen wir doch auch mit Links. Wer hat ein Problem? Wer war noch nicht? Wer will nochmal? Ahoi, Schurke. Ich möchte doch nur deine Bestellung aufnehmen. Wie geht denn das? Keine Ahnung, wir beschäftigen uns mit was anderem. Mit dem Polizeipräsidenten reden. Wer ist denn das? Der Präsident? Ah, vielleicht können wir für ihn
von ihm hier. Hey, unser Nachbar, das ist einfach ein Sim von euch. Warum ist der jetzt hier schon bei der Polizei? Ist was passiert oder muss ich mich vorher bei dem vorstellen oder? Okay, ja, wir stellen uns mal freundlich vor bei ihm. Hi, sind Sie nicht mein Nachbar? Ja, ich glaube schon, ich habe Sie auch schon mal gesehen. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Mit einem Babybauch zu fühlen. Fühl mal meinen Babybauch. Hey, wie geht denn das jetzt? Ja, ich möchte doch die Anzeige aufnehmen. Ja, wir schwärmen mal von der Fotografie. Keine Ahnung, vielleicht braucht er ein bisschen, bis er uns erzählen kann, was passiert ist. Das ist alles so gut eingeteilt, aber das mit der Polizei nicht. Er hasst es. Zum Armen, die sich auch noch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich ihn das denn fragen kann. Eine Fallakte anlegen. Fallakte anlegen, mach mal. Da brauchen wir noch den Polizeichef. Der sitzt doch bestimmt hier. Was? Präsident. Reden müssen wir mit ihm. Über Fall reden. Und die Theorien zum Fall werden wir auch noch diskutieren. Aline hat die Karte für den neuen Fall vorbereitet. Jetzt ist es an der Zeit, den ersten Tatort zu besuchen. Cool! Also müssen wir vorher noch mit dem Chef reden. Chef, wie geht's? Sind Sie zufrieden mit mir? Ich hoffe, ich schlage mich gut. Ich meine, Sie haben ja schon gesehen, dass ich mittlerweile in anderen Umständen bin. Aber mir geht's gut. Ich kann noch gut arbeiten. Ja, Aline, das freut mich riesig. Ich hoffe, unter guten Umständen. Ja, ja, alles toll, alles super. Schreib mir das kurz auf, was ich sagen, weil sonst kann ich mir nicht merken. Nee, Spaß. Okay, habt ihr ausgequatscht? Dann können wir mit dem Polizeipräsidenten reden. Ja, haben wir doch gerade. Sollen wir einfach mit ihm ein bisschen quatschen oder was? Smalltalk kennenlernen. Ah, hier mit dem Polizeidingsibumsi reden. Okay, haben wir auch erledigt. Danke für gar nichts. Weißt du, Moraine, ich habe gezählt, wie viele Fälle du bereits gelöst hast. Und ich kann sie an einer Hand abzählen. Raus auf die Straße, an die Arbeit. Ja! Oh mein Gott, hetz mich nicht. Wir müssen jetzt auf Patrouille gehen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das ist doch so cool. Komm, wir gehen auf Patrouille und werden jetzt mal ein bisschen kontrollieren. Ne? Was die Leute hier so machen in Del Sol Valley. Okidoki, here we are, wo auch immer wir uns befinden. Aber wir sind jetzt hier und wir werden jetzt ein bisschen gucken, was geht denn hier ab? Warum ist hier so ein Dingsti? So eine Gruppenversammlung. Finde ich gar nicht cool. Aber was müssen wir denn auf 2 Stunden patrouillieren? Oh mein Gott, die schlägern jetzt hier einfach. Hallo? Aufhören. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Vorladen. Ich habe euch doch genau gesehen, jetzt fangen die auch noch an. Spinnst du? Die können euch nicht auf der offenen Straße einfach prügeln. Hier ist die Strafe. Ja, ja. 100 Simoleons nämlich. So geht's nämlich nicht. Und du auch noch. Du hast dich auch. Oh, jetzt prügeln sie dich auch noch. Was ist denn hier los? Seid ihr verrückt? Ich bin doch schwanger. Wie die alle den Strafzettel dann von der Hand wegreißen. Guck mal. Ciao. Ja, was soll's dann? Aber die bleiben auch alle schön stehen, ne? Oh, Aline, ich helfe dir kurz ein bisschen. Und sie auch noch, Mister. Das, so machen wir das nicht, ne? Kann ich dich auch noch vorladen, weil, keine Ahnung, du gehst falsch. Spaß. Okay. Anscheinend kann ich so nichts machen. Ich muss ein bisschen gucken, ob Leute hier ein bisschen zum... Cool, warum steht das Haus hier? Hä, warum habe ich das hier hingestellt? Das ist das, jeder Raum wird ein Kästchen weniger oder so. Cool, wusste ich nicht, dass das hier ist. Also in diesem Spielstand, ne? Ja, jetzt geht sie grillen, ne? Eigentlich müssen wir auch gar nichts machen. Weil wir müssen ja eigentlich nur 2 Stunden patrouillieren. Das heißt, wir müssen eigentlich nichts, keine Verbrechen und sowas. Also es wäre eigentlich egal. Wir können einfach auch im Park sitzen und chillen. Oder so einen riesen Eintopf machen, Girl. Was ist los mit dir? Okay, das haben wir. Dann müssen wir ja nur zur Polizeiwache zurückkehren. Aber du kannst noch ruhig aufessen. Nee, quatsch jetzt nicht mit anderen Leuten. Du isst jetzt auf und dann geh mal, genau, stell's einfach auf den Boden. Sehr voll, vorbildlich und dann reißen wir wieder zurück. Ich glaube, wir müssen noch auf den Tatort, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Es ist echt ein bisschen viel, aber es macht richtig viel Spaß und ich hoffe, wir werden auch vielleicht bald mal befördert. Aber der Polizeichef ist, glaube ich, nicht so zufrieden mit uns, weil er sagt, er kann unsere Fälle auf einer Hand abzählen. Aber wir haben auch erst den 2. Arbeitstag. Und Überstunden kann ich auch keine machen. Also jetzt ja sowieso nicht mehr, weil wir sind schwanger. Sie ist total fertig, wenn man sich das anguckt. Aber ich glaube, okay, vielleicht beim nächsten Mal, dass wir dann befördert werden, weil wir sind hier schon bei Guru, wir haben das auch alles abgeschlossen, ne? Zu Tatort reisen, 1 Stunde trainieren, das geht nicht mehr, oder? Dafür ist sie vielleicht jetzt schon zu schwanger. Doch, kann sie noch. Ja, sie kann tatsächlich noch trainieren, finde ich super. Sehr motivierend. Ich gebe ein bisschen Energy dazu, okay? Red Bull regelt. Oder Kaffee. Sehr gut, okay. Warum müssen wir schon wieder mit dem Polizeipräsidenten reden? Was möchte denn er von uns die ganze Zeit? Wir haben doch schon geredet mit dir. Ja, dann quatschen wir halt nochmal mit ihm. Aber wenn wir jetzt wieder einen Anschiss bekommen, dann... Oh mein Gott, Moraine, stammst du aus Sunset Valley? Ich weiß nicht, was da drüben in Valley so abgeht, aber hier befolgen wir die Anforderungen unseres Vorgesetzten. Ich habe doch gar nichts gemacht. Der Arbeitstag von Aline endet in 1 Stunde. Ja, oh mein Gott. Wir haben doch gar nichts falsch gemacht.
Was? Verbrechen an der Erfassungsstation durchsuchen. Wie geht das wieder? Hier, oder? Hallo, bist du die Verfassungsstation? Keine Ahnung, wir haben sowieso keine Zeit mehr, glaube ich. Achso, Verbrecher an der... Okay. Ja, ich kann doch jetzt nicht nochmal hier jemanden rausholen. Strafanzeige können wir noch aufnehmen. Jetzt auf einmal funktioniert. Schnell, Eileen, lauf. Ja, Fräulein, was ist denn passiert? Mein Auto wurde gestohlen. Okay, oh mein Gott. Eileen hat heute fantastische Arbeit geleistet. Also der Polizeichef hat anders gesagt, ne? In der Zukunft könnte ihr eine glänzende Dienstmarke und ein neuer Titel winken. Eileen wurde befördert und ist jetzt Polizeikadettin. Wie cool. Sie verdient jetzt 10 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 38 Simoleons ergibt. Sie hat zudem folgende Bonus erhalten. Richtig viel. Handtuchhalter, moderne Zelle, Metallregal, Klotzen statt Kleckern, Regal Lonely Man, kalter Stahl, Stinkmans Wandbank, spiegelharte Zeiten, der einsame Schläfer, undurchdringbare, 224 Simoleons, Zellenwand, löchrige Zellentür, Wandrecht und Unordnung. Ihre nächste Schicht beginnt am Sonntag um 9 Uhr und wir haben 328 Simoleons verdient. Sehr gut, aber was haben wir jetzt alles bekommen, damit wir uns eine eigene Zelle bauen können? Oder wie sieht's aus? Ach, wie toll, dass wir befördert wurden. Das habe ich nicht gedacht, dass wir das jetzt noch schaffen. Aber, oh mein Gott, ich nehme das Spiel super lange auf. Zeit vergeht immer so schnell. Hi, Girl, wer bist denn du? Oh, Sophia. Irgendwie sieht es jetzt ganz anders aus, aber du bist ja richtig eine süße Mausi. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt diese Folge beenden. Ich hoffe, euch macht das genauso Spaß wie mir. Ich liebe es, mit Aline zur Polizei zu gehen und das alles zu erforschen. Aber das ist ja auch das, warum wir diese Missing Challenge spielen, eigentlich um die Polizeigehre zu machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt soweit ist. Und schreibt mir ganz dringend, wie gesagt, ich brauche da wirklich eure Hilfe. Wo oder wie machen wir das mit Dex und wo oder wie, wo, was, keine Ahnung. Wo ziehen wir hin, Leute? Was sollen wir machen? Ich hoffe, ihr habt irgendwelche Ideen. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch Gedanken dazu machen. Falls ihr sonstige Story-Vorschläge habt, dann schreibt es mir auch sehr, sehr gerne. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.